Das sind Tiba und ihre Familie Al-Abdullah aus Syrien. Wo sie zu Hause sind, ist Krieg. Deswegen sind sie von dort geflohen. 3 Wochen lang, über viele Grenzen. Bis sie hierher in eine Notunterkunft in Duisburg kamen. Das Zelt war zwar nicht komfortabel, aber am wichtigsten, sie waren in Sicherheit. Von da kamen sie nach Essen in ein winterfestes Zelt. Inzwischen haben Tiba und ihre Familie eine Wohnung bekommen, frisch renoviert. Noch haben sie keine Gardinen, stattdessen Zeitungen an den Fenstern. Da muss noch einiges passieren. Ihr Sozialarbeiter Klaas Jörges ist gekommen, um zu besprechen, was noch alles gebraucht wird. So entsteht eine Liste mit all dem, was in der Wohnung noch fehlt. Dabei helfen viele Organisationen, von denen man sowas bekommen kann. In Essen zum Beispiel die Caritas. Da gibt es auch den Herrn Ishak, der Arabisch spricht und sie freundlich begrüßt. Alle Sachen hier sind von Leuten gespendet worden, die den Flüchtlingen helfen wollen. Die Liste. Also Gardinen, die gibt es schon mal da hinten. Herr Löffelsend von der Caritas organisiert das hier alles. Ein Bügelbrett ist leider nicht dabei. Aber da vorne, ein Tisch mit Stühlen. Mutter Rania sitzt schon mal Probe. Und ein Sofa. Praktischerweise haben sie bei der Caritas auch gleich ein großes Auto, mit dem die Sachen transportiert werden können. Und Helfer. Die helfen. Tiba, Shahad und Mohammed finden auch sofort raus, wozu so ein Sofa gut ist. Hier im Essener Rathaus ist das Schulamt. Hier müssen Tiba und ihre Schwestern hin. Klaas Jörges und eine Dolmetscherin sind auch dabei. Frau Pollmann will schauen, in welche Schule und in welche Klasse Tiba am besten kommen sollte. My name is Tiba. Tiba soll My name is Tiba schreiben. Mein Name ist Tiba auf Englisch. Gar nicht so einfach in der ungewohnten Schrift. Und die Aufregung macht es auch nicht einfacher. Frau Pollmann ist zufrieden mit Tiba. Tiba soll in die Grundschule kommen. Aber vorher muss sie noch, wie alle anderen Kinder, zum Gesundheitsamt. Als die Ärztin ihr sagt, dass sie keine Spritze kriegt, ist sie beruhigt. First you can sit down here. Fadi, Fadi. Okay. I will look in your mouth. Okay. Erstmal einen Blick in Mund und Hals. Die Ohren. Can you breathe deeply through your mouth? Und abhören. Dann soll Tiba auf einer Linie entlang gehen. Das müssen auch alle Kinder können, bevor sie in die Schule kommen. Und nochmal rückwärts. Dann muss sie nochmal dem Licht hinterher schauen. Dann gibt's noch ein paar Untersuchungen. Und am Schluss ist klar, ein gesundes Mädchen. Gut. Normal disease. Okay. A healthy girl. Yes, healthy, alhamdulillah. Zum Schluss wird noch nach den Augen geguckt. Tiba soll Buchstaben erkennen. Eigentlich kann sie das. Aber hier fällt ihr das schwer. Guck noch mal genau, sagt Vater Omar. Es könnte sein,
dass Tiber zum Augenarzt muss. Heute wird in der neuen Wohnung der erste Geburtstag gefeiert. Viele Kinder, viele Geburtstage. Heute wird Tibas kleiner Bruder Mohammed 5. Die Kinder sind alle wieder in ein Zimmer gezogen. Als Elaf und Shahad im eigenen Zimmer geschlafen hatten, haben sie immer schlecht geträumt von Krieg und Bomben. Hier in Gesellschaft schlafen sie besser. Tibas erster Schultag. Frau Wieswig, herzlich willkommen in der Eisbärenklasse. Du, ich glaube, du setzt dich mal da zu dir. Wie gut, dass in der Eisbärenklasse noch ein Stuhl frei ist. Guten Morgen, guten Morgen. Das Begrüßungslied in mehreren Sprachen kann Tiba natürlich noch nicht mitsingen. Trotzdem scheint es Tiba in der neuen Klasse zu gefallen. Ihr kleiner Bruder Mohammed geht jetzt auch schon in den Kindergarten. Noch schnell die Haare richten, dann geht's ab in die Gruppe. Bis Tibas ältere Schwestern Elaf und Shahad in die Schule kommen, wird es noch etwas dauern. Aber die üben schon mal zu Hause. Vor allem die noch ungewohnte Schrift. In Tibas Klasse kommt jetzt jeden Morgen Herr Konrad. Der sammelt die Kinder ein, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Natürlich auch Tiba. Dann geht er mit ihnen in einen anderen Klassenraum. Im Stuhlkreis geht es mit einem Lied weiter. Auch mit Liedern kann man Deutsch lernen. Gut, das machst du immer besser. Mit Kärtchen geht's jetzt weiter. Das Wort kennt Tiba schon. Die Bank. Fast richtig. Die Bank. Ist ja auch nicht so einfach. Und was macht der kleine Ahmad? Der übt zu Hause auch. Tanzen. Und wie es mit Tiba und der Familie Al-Abdullah weitergeht, zeigen wir euch demnächst hier in der Maus.